Hallo, der Matthias ist hier. Ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. Ich bin heute rausgefahren nach Otterndorf, um mich mit meinem Anwalt wieder zu treffen. Wir wollten die Drohne fliegen lassen. Jetzt ist leider so, dass er sich an einer Tablette verschluckt hat und in die Notaufnahme ins Krankenhaus gegangen ist. Ich sitze jetzt hier draußen neben dem Krankenhaus vor einem kleinen Hotel. Ich warte noch einen Moment auf ihn, aber wenn er dann nicht wieder zurückkommt, dann werde ich mir auch mal eine andere Location suchen und von dort vielleicht noch ein bisschen fliegen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr euch mein Video wieder anschaut. Ich hoffe, es wird wieder ein bisschen interessant für euch. Mal schauen, was für Abenteuer wir hier heute noch so erleben werden. Also bis gleich, euer Matthias. Hallo, euer Matthias mal wieder hier. Ich freue mich, dass ihr heute auch mal wieder eingeschaltet habt. Und hier ist unser Otter. Das war glatt gelogen. Wie ihr sehen könnt, haben wir es jetzt doch noch geschafft. Haben uns hier einen kleinen, ruhigen Platz gesucht, wo es ein bisschen idyllisch ist. Und dann werden wir jetzt gleich mal die Drohne starten und wenigstens ein paar Aufnahmen machen, bevor wir wieder ins Krankenhaus laufen. Ja, dann kommt nichts, dann werde ich mal eben starten. Nicht ins Gesicht fliegen, sonst müssen wir wirklich noch in die Notaufnahme. Sie schon wieder. Was haben Sie denn diesmal? Ich bin von einer Drohne angegriffen worden. Ja. Okay. So, über Wasser zu fliegen ist doch immer noch ein extra Nervenkitzel. Ja, nicht, dass es auf einmal ausfällt. Ja. So, dann machen wir nochmal das Asteroiden. Asteroiden, ja. Ach, diese Scheiße, scheiß Telefon. Moin. Ja. Okay, okay. Gehst mal holen, ja. Dann geh ich mal seinen Rucksack holen. Ja. Interessante Aufnahmen dann. Wobei, wenn echt die Frage ist, was macht sie? Wo bist du hin? Ja. Also ganz traurig, ja nicht. Was macht sie? Ich weiß es nicht, mach mal Stopp. Sie fliegt irgendwie wirr in Richtung Bäume. Da vorne? Vorne weg, da. Ja. Ist natürlich auch viel zu berechnen jetzt mit dem ganzen Grün und so. Ich muss ja ein 3D-Modell von der ganzen Umgebung erstellen und sich dann den besten Weg dadurch suchen, durch das Labyrinth. Oh nein. Ein UFO. Ja. Angegriffen. Alle in Deckung. Ja. Oh, da fliegst du hoch. Bringt das Flugzeug zum Absturz. Das wäre aber irgendwie, wenn ich denken würde. Och, die Drohne, das scheint ein fremdes Flugobjekt zu sein. Ja. Schieße mal eine Rakete hin. Läufst du überhaupt noch? Ja. Otterndorfer Neubaugebiet. Wie ihr sehen könnt, alles im Bau noch. Zum Teil. Einiges im Bau. Manche Häuser sind schon bezogen. Hübsche kleine Häuschen, direkt an der Küste. Das ist nicht eben. Ja. Und das Urlaub. Man das Kleingeld dafür hat,
Mieter- oder Ferienwohnungen losmachen, genau. Wie gefällt es dir, Fifi, hier in Otterndorf? Aber er ist ganz daran interessiert, ne? Ja. Zeig mal sein wunderschönes Gesicht. Hab ich doch schon. Nein. Geh mal näher ran. Der tut nichts. Das hat er noch nie so gemacht. Hat er noch nie so. Es geht da weg. Es geht da weg. Hat er doch Angst. Ja, das ist ihn verjagt. Nee, sie hat die Sensoren nach vorne und nach hinten und nach unten. Und sonst fehlen sie. Da ist sie. Die wird verfolgt von einem Adler. Da wollte sie vom Himmel holen. Den Adler? Ja. Das wär's gewesen, der Adler. Ja, der, vielleicht will er sich paaren. Er denkt, oh, ein hübsches Weibchen. Haben wir das geschafft, hier zu dem Eisstand dann gleich zu kommen. Wir haben uns ein schönes, erfrischendes Softeis geholt. Das schmeckt gut in der Sommerhitze. Hervorragend. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Ihr könnt mir ja einen Daumen nach oben da lassen oder einen kleinen Kommentar. Wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten. Bleibt alle gesund und gesegnet sei die Frucht. Möge sie sich öffnen. Also dann bis zum nächsten Mal. Euer Matthias. Und Otter. Und der Otter natürlich auch mit dabei. Ja, der Otter auch. Bis zum nächsten Mal, Otter. Vielleicht besuchen wir dich mal in Leipzig. Dann können wir da auch mal ein Video machen. Sehr gerne. Bis denn. Bis denn. Tschüss. Tschüss.